Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder der Forest Bot mit den letzten Episoden von 1-2-3-4 Hamza und Lovely Isoera. Dann geht's weiter in ein neues Kapitel meines Lebens und damit werde ich Marokko abschließen. Heute möchte ich euch von dem Hotel Sahara erzählen. Und zwar war Folgendes, wir sind zurückgekommen von der Wüste, vom Sahara Desert und wir waren in Marrakesch und wir haben den Bus versäumt. Jetzt haben wir nicht gewusst, wir wollten nicht in Marrakesch schlafen. Marrakesch war für uns zu groß, zu turbulent, zu bunt. Und ich habe zu Malan gesagt, komm, jetzt setzen wir uns einmal in ein Kaffeehaus und beraten, was wir tun sollen. Und wir haben uns dort hingesetzt und der Mann hat uns gefragt, der Kellner oder der Chef des Cafés, was wir brauchen, was wir suchen. Wir haben gesagt, wir wollen nach Essaouira fahren, habe ich gesagt. Und wir haben den Bus versäumt. Einen Moment, hat er gesagt, einen Moment, wir sollen ein bisschen warten, einen Kaffee trinken und er wird das organisieren. Und tatsächlich, er hat uns ein Taxi organisiert innerhalb von einer Viertelstunde. Also in Marokko ist vieles möglich, wenn man die Menschen um Hilfe bittet. Und wir sind dann mit einem Privatauto, es war wir in Wien, sind wir nach Essaouira gereist. Da ist auch noch ein Mann mitgefahren. Also insgesamt waren wir 5 Leute in diesem Auto. Und als wir da drinnen gesessen sind, hat der Malan geschaut online, wo wir schlafen sollen, welches Zimmer wir nehmen sollen. Und dort ist gestanden Hotel Sahara. Und wir haben uns gedacht, naja, jetzt kommen wir von der Sahara, dann schlafen wir in der Sahara. Und das haben wir gemacht. Wir sind hingefahren, wir sind spät angekommen und haben das Hotel gesucht in der Medina. Und das war der beste Griff unseres Lebens damals, also für mich sowieso, dann später, als ich alleine dort war. Und das Hotel Sahara ist in der Medina, hat eine sehr zentrale Stelle. Also es ist gleich beim Eingang, zwischen ersten und zweiten Eingang, wo man dann auch schon zu dieser Hauptstraße kommt, zu diesem Labyrinth aus diesen vielen Shops. Von Essaouira wird selbst noch einen Podcast geben, was man da machen kann und was so faszinierend an dieser Stadt ist. Und als wir das Hotel betreten haben, ist uns schon aufgefallen, dass es ganz besonders ist. Es waren überall auf allen Wänden Bilder aufgehängt, die eine Geschichte nach zeigen, die man so nicht mehr findet. Also Bilder von alten Souks, von schönen Frauen, von Männern, die den Koran lesen, von Teezeremonien, von der Piratenstadt. Und unser Zimmer war super genial. Das war ein großes Zimmer mit Blick auf das Zentrum und mit super gemütlichen Betten und sehr speziell eingerichtet. Erst später habe ich erfahren, dass das ein Hotel war, das früher schon die Hippies benutzt haben und dass es scheinbar da einen Geheimgang gegeben hat zu der Hall. Die Hall, das ist ein Restaurant, wo man Alkohol bekommt, also Art Beisel. Und damals hat man das schon genützt, dass man da heimlich praktisch zu seinem Alkohol kommt, vor allem für die Touristen. Und mir ist vorgekommen, wir sind da genau richtig. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass das Hotel eine Terrasse hat. Das hat uns damals nicht interessiert. Wir waren nur ein paar Tage dort, eine Woche, glaube ich, oder 8 Tage in Essaouira, also als ich gemeinsam mit dem Malon dort war. Und für mich selbst war das Hotel Sahara mein Basecamp. Also auf meinen Reisen hatte ich immer ein Basecamp, eine Sicherheitszone, wo ich wusste, da bin ich 100% sicher. Das war in Rumänien,
bei der Adriana und beim Dragos und bei der Punica. Und das war in Albanien Kukel beim Endoz und seiner Familie. Und in Isuera war das das Hotel Sahara für mich. In diesem Sinn möchte ich mich hier ganz herzlich zuerst einmal meinem Mubarak bedanken, der sozusagen Oberhäuptling des Hauses, der das Ganze geleitet hat. Er hat mir so viele Tipps und Anregungen gegeben und mir viele Dinge erklärt, die für mich unklar waren. Zum Beispiel das Verhalten im Ramadan, wo bekomme ich ein Futter her für die Tiere, viele Kleinigkeiten, die mir sehr stark weitergeholfen haben. Dann hat es auch zwei Frauen gegeben, die Sora und die Halima, und die waren super, super herzlich und haben mich mit ihrer Herzlichkeit einfach unterstützt und mich aufgenommen. Das waren, glaube ich, auch die einzigen marokkanischen Frauen, denen ich näher gekommen bin. Sie haben mir zum Beispiel einmal gezeigt auf der Terrasse, wie man richtig betet. Das wollte ich wissen. Ich wollte wissen, wie ist das? Leider habe ich das nicht mehr geschafft, dass ich mit ihnen in die Moschee gehe. Ich wollte einmal mit ihnen hineingehen. Das kommt vielleicht noch irgendwann in meinem Leben. Das haben wir bis zum heutigen Zeitpunkt nicht erledigen können. Dann hat es gegeben den Yassir, der mir sehr oft geholfen hat, dass er irgendjemand angerufen hat und mich praktisch meine Information weitergetragen hat. Den Youssef, der mit seinem Humor mich immer aufgebaut hat. Und vor allem möchte ich dem Lucin danken, der mein Bro ist. Also das ist so wie mein Bruder gewesen, dem habe ich alles erzählen können und der hat mich mental stark und unterstützt und auch ist mir immer zur Seite gestanden. Ich kann mich erinnern, einmal war ich krank, da haben sie mir das Essen aufs Zimmer gebracht und das sind Dinge, so Kleinigkeiten, die mir einfach diese Sozialstudie ermöglicht haben. Denn der Versuch war ja immer da, mich zu isolieren, mich irgendwo unterzubringen, in einem Apartment, in einem Haus, in vielen, vielen Möglichkeiten wurden mir da angeboten. Und da habe ich auch sehr viel Kontakt immer gehabt mit meinen Freunden, mit meinem Cousin, mit meiner Family sozusagen, die mir stark davon abgeraten haben, woanders hinzugehen. Hatten mich die Menschen schon fast überzeugt, die haben immer gesagt, ja, das ist so teuer im Hotel Sahara, nimm dir doch ein Apartment und das ist günstiger. Aber da hat der Verstand praktisch dann mitgeholfen bei mir und es wäre gar nicht billiger gewesen, denn wenn man ein Apartment zahlen muss, den Strom und das Wasser und auch noch das Internet, dann kommt man auch gleich teuer und hat nicht diese Annehmlichkeiten, die ich hatte. Also ich möchte mich bedanken bei dieser Brigade des Hotels Sahara, dass sie meine zweite Familie geworden sind. Ich habe mich bewegt, wie ich mich als Kind am Riederhof bewegt habe. Ich bin in einem Hotel aufgewachsen, sozusagen bei meinem Opa am Riederhof in Graz-Mancha. Für mich ist ein Hotel nichts Anstrengendes. Ich hatte auch das Glück, dass ich in einer Zeit gereist bin, wo das Hotel meistens leer war und nur ein paar Gäste dort waren. Und später habe ich dann diese Terrasse gefunden. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal gefragt, ja, sag einmal, habt ihr gar keine Terrasse? Jeder hat einen Rooftop, ihr nicht. Und die haben gesagt, na sicher, wir haben eine Terrasse. Und diese Terrasse hatte die Manu dann für sich. Diese Terrasse war riesengroß, die war sicher 100 Quadratmeter groß. Die wurde von niemandem benutzt und auf dieser Terrasse hatte ich einen super coolen Ausblick über die ganze Stadt, auf den Strand, auf das Meer, auf den Hafen. Und dort habe ich die Zeit genossen, wenn ich einmal keine Leute sehen wollte. Und das war super cool, denn ich war nur umgeben von Möwen.
die mir dann auch schon näher gekommen sind, weil ich sie mit Wasser gefüttert habe und ich durfte dort auch kochen. Das war eine Ausnahmeregelung. Ich hatte da so einen kleinen Tonofen, wo ich ein Taschen machen konnte. Und das war für mich super genial, denn ich war inmitten der Stadt komplett allein. Und das war für mich notwendig, denn Isöre ist sehr bunt. Man kann das mit Amsterdam vergleichen. Da ist immer was los. Es sind sehr viele Nationalitäten dort. Was sehr interessant ist für mich, ich habe vor ein paar Tagen eine Freundin getroffen und ich habe sie gesagt, oh, bist du wieder im Land? Und ich habe gesagt, ja, ich bin wieder einmal da, ich war in Marokko. Und sie hat gesagt, wo warst du? Und ich habe gesagt, ja, in Isöre. Und sagt sie, wirklich, wir waren dort vor langer Zeit in Isöre. Das war eine so coole Stadt, so wunderschön, hat sie gesagt. Und wir waren dort ganz alleine. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man da allein sein kann, denn jetzt ist Isöre sehr voll überfüllt und von alleine ist keine Rede dort. So sieht man, was Tourismus ausmachen kann, im positiven wie im negativen Sinn. Wir haben so einen Fall in Hallstatt, wo alles überrannt wird und das ist auch in Isöre. Es gibt eine neue Flugstrecke jetzt von Metze, Deutschland, Norddeutschland, direkt nach Isöre und die Leute kommen für 2-3 Tage dorthin, schauen sich die Stadt an und fahren wieder. Das ist kein nachhaltiger Tourismus und die Leute, die dort fix wohnen, die tun mir leid, denn das ist sehr anstrengend, wenn man immer diesen Trubel hat und diesen Wirbel. Und ich war praktisch in diesem Trubel, in diesem Wirbel, aber in der Stille auf dieser Terrasse im Hotel Sahara. Dieses Hotel Sahara, diese Mitarbeiter, die haben das möglich gemacht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich woanders gewesen wäre. Ich war nirgends woanders und es hat ein paar Vorfälle gegeben, die ich hier nicht mehr weiter ausbreiten möchte. Vielleicht schreibe ich ja mal ein Buch darüber. Ich werde nur mehr eine negative Geschichte erzählen und das ist meine Ohrfeige, die ich mitten in der Medina bekommen habe und die erzähle ich deshalb, um darzustellen, wie die Frauenrechte dort sind. Das ist mir wichtig, da ist es auch noch ein Podcast. Das heißt, in diesem Hotel Sahara, das war 24 Stunden praktisch bewacht, niemand konnte da hinein, ohne gesehen zu werden. Es war sehr hellhörig, man hat alles wahrgenommen, was in dem Hotel passiert und das hat mir diese Sicherheit gegeben. Ich habe gewusst, die Tür zu und die Manu ist safe und es war auch sehr wichtig, auch für die Regulierung meines Stresslevels, denn manchmal hat es natürlich stressige Situationen gegeben, wenn man sich auf so eine wahnsinnige Sozialstudie einlässt und darum noch hier zu Ende aus ganzem Herzen. Vielen Dank, Shukran Besef, du Mubarak, du Sora, du Halima, du Yosef, du Yassir und vor allem meinem Bro, den Dusin. Ich möchte euch von ganzem, ganzem Herzen danken, dass ihr diese Sozialstudie unterstützt habt. Vielen lieben Dank und solltet ihr einmal nach Österreich kommen wollen, seid ihr herzlich bei mir willkommen. Denn es gibt ganz, ganz viele liebe Menschen in Marokko. Aber mit diesen hätte ich diesen Podcast, diese Sozialstudie über Love Scamming, über Betrug, über diese ganzen Sugar Mama Story eben nicht machen können. Denn die machen sowas nicht. Die sind richtige Moslems. Die sind ehrlich, aufrichtig, freundlich, respektvoll und halten die Gesetze ein. Und solche gibt's auch, ganz, ganz viele. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Podcast. Baba und danke fürs Zuhören.